Weiter geht's im alten Griechenland. Erste Änderung, ich habe die Musik mal ganz, ganz leise gestellt, weil wir in der letzten Folge, der ersten, natürlich einen Copyright-Claim hatten, wegen der Musik, ne? Nichts Schlimmes, aber ist halt auch nicht ganz toll. Deswegen mal schauen, ob es so klappt. Wenn nicht, müssen wir halt in der nächsten Folge die Musik ganz ausmachen, leider. Aber so ist das halt. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten hier unsere Aufgabe, die Formung der Zivilisation. Gebäude, Tätenhäuschen auf Haus Zeugiten verbessern. 4 Stück. Wir sehen das hier. Wir müssen die auf Level Happy kriegen. Wir sind zufrieden. Das heißt, entweder machen wir die Steuern runter, was ich nicht will. Oder aber wir machen hier Bier. So, und dann war noch eine, hier ein schöner Hinweis. Erwachsene 104. Ihre Arbeitseffizienz beträgt 70. Das heißt, wir haben viel zu wenig Leute, ne? Wir müssen noch ein paar bauen. Ob wir wollen oder nicht, dann machen wir das doch. So rum, bitte. Geht das so? Wir machen die mal hier so ordentlich dran, ja? So. 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 Und dann können wir da die Straße halt ums Eck machen oder lassen die einfach hier so runter. So. Dann ist das schön sauber. Sehr gut. Gefällt mir. Gucken, ob das jetzt reicht. Oder noch nicht. Da sind immer nur ein paar drin, ne? Das heißt, wir können jetzt mal gucken, wie wir Bier machen. Können wir das überhaupt schon? Weinkeller, Weinreben, keramische Werkstatt, Lehmgrube, Steinbruch, Jagdhütte, Fischhütte. Sieht mir nämlich nicht so aus. Läsche. Benötigt Wein, bietet Erholung. Kaserne, die können wir auch nochmal ein bisschen aufwerten. Springbrunnen, guck mal, wir können hier so schöne Sachen hinbauen. Mach mal. Was ist das hier? Kann man dahinter stellen, oder? Nee, zu groß. So. Ich hätte es aber gern, wenn hier drumherum noch schön so Marmorboden wäre oder so. Das wäre geil. Ein Blumenbeet, ein kleines. Könnte man hier hin machen. Oder auch nicht. Oh, das kostet Geld. Instandhaltung. Nee, bitte nicht. 27 Steine. Aber es sieht schon mal schöner aus. Das ist gut. Und guck mal hier. Ah, vielleicht kriegen wir das damit hoch. Kriegen wir das damit hoch? Weil die sind schon höher als wir, ne? Wir müssen ja 4 Häuser so hochkriegen. Denen geht's gut. Stierstatue. Können wir die hier irgendwo hinstellen? Ah, der gute alte Minotaurus hier. Gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall schön aus. Bringt das was? Hier, dass das steigt. Das interessiert mich. Aber wir können ja offensichtlich noch keine Gerste machen. Oder ich bin wieder blöd und wir haben hier irgendwie Technologiepanel. Siehst du, da kommen wir noch gar nicht rein. Bevölkerungspanel, ja. Glaubenspanel haben wir auch noch nicht, weil wir sind ja hier in der... im Tutorial, glaube ich, ne? Brot, Fleisch, Fisch haben wir ein bisschen. Warum haben wir von den anderen Sachen nichts? Holz. So. Es ist echt nichts da, ne? Machen wir jetzt hier noch ein paar hin. So, dann können wir gucken nochmal nach einem Jäger. Den will ich auch noch dazu haben. Eine Jagdhütte. Nee, auch sind das 100%. Jo, das sind 100%, ne? Wo er jagen kann. Machen wir so. Yep. Sehr gut. Sehr schön. Zack. Super. Super, super. Der Dyke schreibt noch, dass das Spiel nichts anderes als Anno 1800 ist. Kann ich so nicht unterschreiben, lieber Dyke. Ja, es ist, ne, es ist im selben Genre, würde ich sagen. Aber seien wir mal ehrlich, ja. Egal, ob jetzt Anno 1800, 1404, Builders of Greece, Pharao, Caesar. Es geht alles immer in dieselbe Richtung, ja. Das ist halt dieses Genre Aufbausimulation. Natürlich hat man da seine Lieblinge, ne? Aber alle ähneln sich irgendwo. Ist genau dasselbe wie zum Beispiel bei Survival-Spielen, ne? Wir nehmen die mal hier. Die können wir gut gebrauchen. Minus 11 immer noch. Ui, Deibel. So, machen wir noch eine Reihe dran. So. Dann hätten wir das Problem wieder, ne? Das will ich nicht. Oder doch, dann haben wir hier nämlich eine gerade Reihe.
zack, zack, von hier aus. So, von hier aus, so. Jetzt können wir eine ganze Reihe hier, eine ganze Reihe da machen. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt irgendwie zu weit weg ist oder ob der hier gut da reinpasst. Ich meine, es ist im Endeffekt dasselbe hier. Den können wir noch nicht aufwerten. Wir müssen zusehen, dass wir die Häuschen hier aufgewertet bekommen. Aber dafür brauchen wir Bier. Jetzt ist die Frage, wie machen wir Bier? Das würde ich gerne wissen. Noria, Marktplatz, Lager. Ja, Haus der Sophisten. 30 Zeugiten brauchen wir dafür. Und dafür müssen wir hier halt aufwerten. Aber entweder habe ich wieder Tomaten auf den Augen. Rebengrube, keramische Werkstatt, Weinreben, Weinkellerei, Sägewerk. Oder aber wir können kein, wie man hier sieht, können wir nichts machen. Was irgendwie Gerste bringt für Bier. Müssen wir das handeln? Lesche haben wir, Kaserne haben wir. Das ist alles nur Bilder. Kleiner Altar. Kriegerstatue. Und nix. Ne, da ist nix bei, um irgendwie Bier zu brauen. So, steht da vielleicht noch irgendwas drin? Wie wir das machen. Sollen wir mal gucken, ob es geht, wenn wir hier den Dingens runter machen. Glücklich. Habe ich die jetzt hier? Aha! 1, 2, 3. Our ship's captain has finally returned from his mission. Sehr he claims to have persuaded the surrounding polis to start trading with us. But first, we Sehr must research gut. and build a harbor. I will need assistance. But fortunately, many of our citizens share my fascination with science. If Super. You build a place for us to work, we immediately begin expanding our plans and projects. Also, minus 26. Haben mal wieder zu wenig, weil jetzt ein paar aufgestiegen sind hier. So, bauen Sie Haus der Sophisten 0 von 1, forschen Sie Technologie, Seehandel. Das war doch hier hinten, das Haus der Sophisten, ne? Irgendwo, wo war das? Ich will auf die 1. War das hier irgendwo? Hier, ne? Das ist die Lesche. Wo war denn jetzt das Haus des Sophisten? Ich hatte das doch eben. Ah. Kann ich das hier nebenstellen? Weg mit dem Baum. Hier muss das here Haus you can choose which buildings and technologies you want me to research Ach, du to grüne enhance Neune. The level of scientific advancement in our polis. Sehr schön, das gefällt mir. Das gefällt mir. So, Bronzezeit, effiziente bla bla bla, Zugang zu Textilien. Also er will Seehandel. Holzverarbeitung. Wo haben wir denn Seehandel hier? Forschen Sie Technologie, Seehandel. Weizenanbau, Olivenanbau, der Anfang der Medizin, Textilien. Da ist der Seehandel. Bitteschön. Dann mach mal. So, wir können uns darum kümmern, dass wir hier mal wieder zu wenig Leute haben. Das heißt, wir brauchen schon wieder Häuser. 2, 3. Wie viel passen da rein? 8. Dann machen wir mal 4, dann müssten wir ja ein paar zu viel haben, wenn die alle voll sind. Gucken wir mal. Ganz interessant. Jetzt können wir wieder zugucken, wie die hier wuseln. Das gefällt mir. Das Rauschen der Blätter im Wind ist ein bisschen laut, muss ich sagen. Aber ansonsten geht's. Wir werden garantiert wieder einen Copyright-Claim haben. Muss ich mal gucken. Oder wir lassen es einfach so. Dann ist es halt so, ne? Es passiert da ja nichts Schlimmes. So. Also für alle, die das nicht wissen, wenn man so einen Copyright-Claim hat, ja, dann hat sich in diesem Falle hier der Rechteinhaber der Musik scheint ein separater zu sein. Wir können ja mal gucken, ob es hier irgendwie so einen Streamer-Modus gibt oder so, den man einschalten kann, damit man das nicht hört. Aber ich glaube nicht, ja. Der scannt automatisch YouTube dann nach seiner Musik, ne? Und wenn der die findet, dann claimt er das logischerweise. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Würde jeder von uns genauso machen. Weil man möchte ja nicht, dass seine Sachen, die man erfunden hat, die man komponiert hat, einfach so gratis von anderen benutzt werden. Ne? Da möchte man natürlich was für haben. Und in dem Falle tut dann automatisch das System das Claim. Und dann alle Einnahmen, die man mit dem Video hier zum Beispiel jetzt erzielt, bekommt dann der Rechteinhaber der Musik.
Darum sagte ich, in unserem Fall ist das nicht schlimm bei den paar Aufrufen, ne? Da kommt nicht viel bei rum. Aber erstmal guckt man so, oh nein! So. Claim ist nämlich was ganz anderes als ein Copyright Strike, ja? So. Für alle, die das interessiert, für alle, die es nicht interessiert, ihr musstet euch das jetzt halt mit anhören. Da gibt's Fleisch, sehr gut. Haben wir mal ein bisschen auf Tasche. Fisch haben wir auf Tasche, da müssen wir mal gucken, dass das reicht. Und nicht irgendwann leer ist. Wie lange braucht der Seehandel denn zum Erforschen? Würde mich interessieren. 70%, okay. Das hat doch mal Geld hier, ey. Ich glaube, es hackt. Überall wollen sie Geld haben, ne? Können wir denn sonst noch irgendwas hier anstellen? Sieht nicht so aus. Und guck mal, wir haben mal 6 plus. Wir haben mal 6 verfügbare Arbeitskräfte. Geil. Danke übrigens für den Tipp. Nee, das ist alles, was wir schon haben. Ich glaube, jetzt müssen wir es nämlich erstmal alles Stück für Stück freischalten. So. Du bist da. Jo. Die ist unendlich hier, ne? 15, 6. Was ist das hier? Karren. Ah, das ist er. Der bringt das hier hin, ne? In die Richtung haben wir noch Platz. Hier haben wir noch jede Menge Platz. Da könnten wir auch noch was machen. Wir haben completed the harbor project. Now we can finally encourage merchants from other polis to visit our lands. With access to the harbor, we can issue buying and selling orders for all the resources in our warehouses. Consider purchasing tools at first, but we are starting to run out of them. Okay, bauen Sie einen Hafen. Ach, das ist noch Marmor hier, ne? Erwerben Sie Werkzeuge. 6 von 10 haben wir. So, wo ist der Hafen? Der muss ja auch hier irgendwo sein. Schon bei 2 oder 3? Nein. Lesche. Kaserne. Häuschenstraße. Da ist der Hafen. Alter, ist das ein Klopper. Wo soll ich den denn hinbauen? Kann ich ja gar nicht hier hinbauen. Wie soll das denn gehen? Mal gucken, haben wir irgendwo einen großen hier? Guck mal hier. Hier könnten wir ihn hinbauen. Der ist definitiv zu groß für die kleine Bucht da hinten. Sonst kann man hier hochgehen. Und weiter hier ran. So, sehr gut. Da kommt das Schiff. Jetzt kann ich hier bestimmt einstellen. To get rid of excess resources and acquire those that you are currently in need of. Sieht aus wie ein Phönizier oder so. Schön. Ziehen Sie zunächst den Kauf von Werkzeugen in Betracht, denn davon haben wir immer weniger. Okay, jetzt muss ich mal gucken, was ist das hier? Könnten das hier Werkzeuge sein? Ja, ne? Kaufen bis zu... mach mal 10. So. Okay. Also, das kennen wir. Kannst du so einstellen. Ist praktisch wie bei Anno, ne? Wenn der fliegende Händler da vorbeikommt. Stellst du ein. Bup, bup, bup. Bis dahin verkauft er dir. Jetzt müssen wir warten, bis die verkauft haben da. Mangel an Materialien. Was? Das hier hat zu wenig. Aber das ist doch alles voll. Die machen doch. Ich finde eher, da ist zu viel drin. So, jetzt hat er es mitgenommen. Er hier produziert auch. Jo, sollte er. Sollte er ohne Probleme. Müsste eigentlich reichen. Aha, welche Ressource hat das Lagerlimit erreicht? Können wir eigentlich jetzt schon direkt wieder was Nächstes produzieren? Da könnten wir eigentlich mal gucken. Bier, ne? Wäre, glaube ich, ganz gut. Our polis will only benefit from this. Aha, forschen Sie die Technologie Bronzezeit. Forschen Sie die Technologie Olivenanbau und Weizenanbau. Gucke mal, genau das, was ich gerade machen wollte. Dann mach mal Weizenanbau hier. Bitteschön. So. Kommt gleich. Haben wir jetzt die Werkzeuge da? Wo sehe ich das? Meine Werkzeuge. Wir haben 80 Fisch. Hey, Werkzeuge 10 von 80. Okay, hat er gemacht. Wunderbar. Nice. Ach, ich liebe das. Das ist so schön entspannt und ruhig und angenehm.
Dann können wir nämlich hier oben noch ein bisschen Weizen anbauen oder wir gehen hier irgendwo hin. Obwohl, wir können die Seite hier nehmen für Trauben. Dann nehmen wir die Seite hier so für Weizen. Gucken wir mal. Wenn das genauso angebaut wird, ist das ja easy peasy. Dann können wir daraus nämlich Bier machen. Wer will schon Brot haben? Wir brauchen Bier. Bier für die Massen. Das ist doch nicht zu fassen. Bier für die Massen, ne? Sehr schön und entspannt. Genau das Richtige für den stressigen Alltag. So, wie gesagt, das erste wird Bier. Das hier nicht mir. Du bist bei 40%. Okay, aber wow, doch, ganz schön lang, muss ich sagen. Ich glaube, es kostet mal Geld, ne? 928 plus 51. Wovon haben wir denn viel zu viel? Vielleicht können wir auch was verkaufen da hinten. Würde mich mal interessieren. 85, 1380, 82, 52 von 80. Nichts ist hier irgendwie überladen. Doch, Fisch. Fisch haben wir ein bisschen zu viel. Aber können wir vielleicht irgendwie ein Lagerhaus bauen und das erweitern? Ein Lager, guck mal hier. Aber da hatten wir doch eins, oder? Wenn nicht, hauen wir das mal hier hin. So. Würde mich nämlich interessieren, ob das damit erweitert wird. 78 von 80, 77 von 80. Sieht mir aber nicht so aus. Hm. Was bringt das denn? 10 Arbeiter kostet das. Kapazität 0, Lagerarbeiter 10. Kann ich auch aufwerten. So. Die Frage ist, was bringt das jetzt? Fahren die dadurch schneller? Sind das mehr oder so? Ich muss sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist hier mit dem Aufwerten. Ich klicke drauf, bing, groß. Jetzt zieht ihr nur die Ressourcen ab. Es wäre cooler gewesen, wenn jetzt wirklich hier die Arbeiter kommen und ein Gerüst rumzimmern und das vergrößern und, ne? Das wäre cool gewesen. Sägewerk, keramische Werkstatt, die können wir nicht erweitern. Da müssen wir vielleicht eine zweite bauen später. Die sind dran. Das sieht so schön aus hier. Guck mal, hier ist auch noch Marmor. Da ist Marmor. Das werden wir später alles brauchen, garantiert. Da ist nochmal Lehm. Da könnten wir auch noch was machen. Sonst noch irgendwas hier? Steine sind auch jede Menge da. Passt also. Bitte, mein Freund hier. Wie lange brauchst du? Aha, Weizen ist fertig. Entwicklung der Zucht. Effiziente Bewässerung. So, eine Weizenfarm bauen und eine Brauerei bauen. Als nächstes ist Olivenanbau. Seehandel haben wir. Anfang der Medizin. Wo ist denn Olivenanbau hier, wenn ich fragen darf? Wo sind die Oliven? Oliven und Bronzezeit. Da ist die Bronzezeit. Da machen wir die Bronzezeit. Da weiß ich wenigstens, wo sie ist. Hier, mach mal den. Zack. Jetzt brauchen wir eine Weizenfarm. Müsste reichen, ne? Da geht's nicht. Okay. Ah, die muss halt immer in der, ne? Ich seh's. Pass auf. Die muss halt immer in Reichweite der Noria stehen. Ich Experte. So, guck, der kann genauso die Felder machen. Eins, nein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, kann der Weizen anbauen. Und dann hätte ich gerne eine Brauerei. Die muss dann auch hier irgendwo sein. Hafen, Bibliothek. Okay, 120 Zeugiten brauchen wir da. Das lassen wir erstmal. Erstmal will ich denen jetzt das Bier bringen. Anbieten, sagen wir es so rum. Wir suchen, wo das Zeug ist hier. Weinkellerei, Weinrebenplantage, Sägewerk, Weizenfarm. Ist das hier dabei? Oder ist das jetzt auf 2? Auf 2. Eine Mühle, Brauerei und eine Brotbäckerei. Die kriegen wir einfach so dazu. Aha. Interessant. So, aber machen wir das dann hier hin? Oder sollen wir die lieber hier hin machen? Dann darf ich die da nicht hinmachen, aber hier. Muss halt auch hier. Setzen wir sie mal hier hin, dann hat sie einen kurzen Weg. Gucken, was das gibt. Könnten wir auch direkt. Aber wir haben kein Geld mehr, ne? So teuer. Müssen wir warten. Jo.
Müssen wir auf Geld warten. Aber hier kannst du dann schön Bier machen. Das ist gut. So, dann kriegen die hier nämlich alle Bier. Und sind schon mal mehr zufrieden. Dann könnte man den in der untersten Etage an Einwohnern nämlich schön in die Tasche greifen. Okay, es muss erstmal wachsen hier, Leute. Keine Angst. Oh, die haben immer das Ding hier über dem Kopf, ne? Habt ihr Lagerlimit erreicht? Natürlich, klar. Alles ist immer Lagerlimit hier. Alles ist immer Lagerlimit. Die hier auch. Da ist alles voll, oder was? Vielleicht sollten wir hier noch ein Lager hinbauen, dass sie das sammeln. Wer denn? Ja, ihr kriegt gleich Materialien. Ganz ruhig. Ich muss erstmal anfangen hier mit der Gerste. Wir könnten hier gucken und da noch ein bisschen machen. 6, 7. Haben wir schon mal mehr. Was ist das? Hyperspist? Hoplit? Okay. So, was ist hier los? Bronzezeit ist fertig. Ja, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir das Bier ans Laufen kriegen. Damit wir den, wie gesagt, mehr abknöpfen können. Der Weg ist jetzt natürlich weit, ne? Oder ich weiß nicht, ob das Ganze hier so miteinander verknüpft ist, dass, wenn ich hier oben Lager hinbaue, er das da ins Lager schmeißt, er das hier rausnimmt und dahin bringt. Das müsste man halt gucken, ne? Ja, macht auf jeden Fall was. So, jetzt hat er beides. Jetzt fängt er an, Bier zu machen. Das ist schon mal gut. Flüchtlinge! Ah, komm her damit. Wir haben halt nur keine Häuser für die. Ah, schön. Also ich mag die Musik und alles. Gefällt mir. So. Da noch hin. Die können wir mal so machen. Warum darf ich hier nicht bauen? Ach, kein Geld, ne? Kostet auch Geld. Gut, langsam wird es interessant. Guck mal, wie viele hier rumlaufen. Aber wir sind auch schon eine kleine stattliche Kolonie, ne? Wir haben schon über 200 Leute. Krass. Arbeitseffizienz muss noch hoch. Wo laufen die alle hin? Die laufen alle hier oben lang, da hinten hin, ne? Der Weg kürzer, oder was? Was rennen die alle hier rum? Wo wollen die hin? Gehen echt alle hier arbeiten. Gehen alle hier lang, statt den Weg. Da rennen sie auch rum. Die rennen überall rum wie Ameisen. Das ist wie bei den Siedlern, wenn du das große Lager kaputt machst, ne? Wusch. Dun, 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 dun. Ach, schön. Dun, 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 dun. Ja, Geld fließt in meine Kassen. Wir machen nicht gerade viel im Moment. Habt ihr Bier hier alle? Habt ihr. Dann können wir wieder normale Steuern machen. Sehr gut. So, dass es ein bisschen mehr Geld gibt. Hoffentlich. Ihr habt auch Bier, normale Steuern. Jo. Aber wir haben eh zu wenig, ne? Ich will jetzt nicht direkt wieder noch mehr Zeugiten machen. Wir brauchten wie viele für das Dingens da? Noch mehr hier. Kupferbergwerk, okay. Zinnbergwerk. Weizenfarm. Wo ist denn Kupfer? Wenn ich fragen darf. Haben wir das hier irgendwo? Sehe ich das? Ist das egal? Kannst du das hier irgendwo bauen? Das hier könnte was sein. Da könnte was sein. Boah, ich kann es nicht anklicken. So drauf. Guck mal, da ist was. Da ist was. Sieht auf jeden Fall genauso aus. Selber bauen kann ich das nicht. Muss dann wirklich da drauf gesetzt werden, anscheinend. Hier, nein. Da, da ist Kupfer, ne? Guck mal, da sehen wir es doch. Hier. Perfekt. Perfekt, da gibt es Kupfer. Wenn wir genug Geld haben. Aber das brauchen wir dann erstmal nicht. Pass mal auf, lass mal gucken. Das kostet 240. Der ist im Unterwerks abgebrauchte Zinn, wird später für die Verwendung von Bronze verwendet, die zur Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Dekorationen dient. Das Gebäude muss direkt auf dem Zinnvorkommen gebaut werden. 240, sind wir schon bei 480.
Hui. So, und dann haben wir noch garantiert irgendwo hier Bronzeschmiede. Da, wir brauchen locker 1000. Werkzeugwerkstatt, Waffenmeisterquartiere. Ja, jetzt müssen wir mal dafür sorgen, dass wir Geld kriegen. Geld, 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 ne? Das brauchen wir. Brauchen wir was? Nein. Aber das wird schon. Die zahlen auch wieder. Miete. Und hast du nicht gesehen. Zack. Wunderbar. Gefällt mir. Gefällt mir. Guck, jetzt sind wir schon mal 31. Jetzt geht das Ganze doppelt so schnell. Jetzt kriegen wir schon jeden Tick. Kriegen wir doppelt so viel Geld wie gerade. Das passt. Oh, ist das schön. Ist das schön. Hui. Wunderbar. Wunderbar. Kann ich das hier irgendwie wegmachen? Nein, nur ihn. Ugh. Es sieht so schön aus. Es sieht so schön aus. Schade, dass es hier nicht irgendwie einen Fotomodus gibt oder so. Echt schade. Echt schade. Aber gut. Zufriedenheit sinkt. Die Bürger wird vorübergehend abnehmen. Aber wieso das? Wieso das, meine Lieben? Wieso das? Das geht euch doch gut. Guck mal, ihr habt was zu essen. Ihr habt Keramik. Ihr habt Bier. Jetzt heult mal nicht rum hier. Also ihr könnt euch nicht beschweren. Haben wir 12 zu viel. Vielleicht sollten wir hier hinten irgendwo noch einen Jäger hinmachen oder so. Ich glaube, das wäre was. Oder in die Richtung hier vielleicht. Fischer könnten wir auch noch ein paar hier hinpacken dann. Aber Fischer haben wir noch genug. Die sind immer auf 80. Fleisch ist 16. Brot können wir dann bald auch machen. Wenn wir zu viel Weizen haben. Den haben wir nicht. Bier haben wir ein bisschen übrig. Das ist Kräuter, Leinen, Gewänder, Öllampen. Also es wird. Es wird. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, wenn es dir auch gefällt, dann lass doch einen Daumen hoch da. Und ich sag wie immer, danke für deine Zeit und bis zur nächsten Folge.